Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Portal Stories mehr. Mal sehen, in was für ein Test wir jetzt geworfen werden. Oder geschickt werden oder was auch immer. Oder ob es jetzt irgendwie gar keinen Test gibt. Schauen wir mal. Erstmal werde ich hinsetzen im Ladebildschirm. Ach ja. So, I was right. When a test subject destroyed her, this whole place fell into disrepair. I don't exactly know if everything is working properly anymore, but we don't have a choice. Error. Tracking on target failed. Heavy organic interference. Huh? It worked? It's blind here. Oh, yeah. Oh, no. There's some stuff here blocking the path for the elevator. Hold on for emergency brakes. Okay. Just climb on out of here and let's get moving. Ah, okay. Whoa! That was close. You could have been in there. Oh, wait, you just were. Wow. Teil 4, organische Komplikationen. Okay. Wo sind wir hier? Ooh, these are the old offices I was talking about before. The humans left these behind when she gassed them with neurotoxin. Because this is an abandoned track, it's no longer connected to the rest of the computer systems. Aegis shouldn't be able to lock us out here. These computers should contain a lot of useful information for us. Huh. All right, time to start hacking into these systems. Let's start guessing passwords. Password. Admin? Oh, come on. Let me in. Were these passwords generated by super geniuses? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ach, du bist ja da. What? All these passwords are usually the same. 0000. Oh, for crying out loud. I didn't even get a warning siren this time. This thing must be laughing at me now. I know these aren't sentient, but still. Black Mesa sucks. Seriously? Hold on. I think I just got locked out. I'm getting something that says contact administrator for additional support. What? Administrator? There's no one left in the facility. All we have left are cores. There's no way I just failed hacking this thing. I hacked Aegis and hacked the nanobots to keep my testing track alive, but somehow I can't hack something as simple as a few computers in a big room. Oh. I think it's the plants. It must be the plants that are interfering with my Wi-Fi. Plus. Or something. You know what? If I stare at it long enough, my Wi-Fi nodes will override something. Maybe. I'll give it a shot. Okay. Did you just override the admin controls? Yeah. Anyway, I think there's some info here about Aegis. I'll keep working, long as you keep going. So, get back to the testing track and get started. Okay. Oh, I should also let you know, I won't be able to move around much. Management rails are kinda non-existent here, unless I wanna fall off another one and end up back in the junkyard. You won't be seeing much of me right now. All right, there is a lot of information stored in these computers. It'll take me some time to sort through these and come up with a plan so we can get rid of Aegis. According to the systems, the toxic goo is still rising. You should continue to move through the tests and upwards. Keep your feet dry. Okay. Okay. Ein Cube. Der ist schon mal... Ach, da oben. Okay, da muss ich irgendwie hin. Das heißt wahrscheinlich irgendwie... Kann ich da hoch? Ja. Moment. Oh, je, je.
Okay, das sieht aber... Warte mal. So, was macht das? Das hier weg. Damit kriege ich noch einen Cue. Den ich dann scheinbar da oben rauf bringen muss. Was aber nicht das Problem darstellen sollte. Nein, oho. Komm zurück, Cube. So. Weg. Oh. Okay, als erstes muss, wie es aussieht, ich da irgendwie rüber. Moment, wie mache ich das? Erstmal so. Klar, dann kann ich ja erstmal, den brauche ich ja jetzt erstmal nicht mehr, ne? Genau. So, da muss ich jetzt... Ah, Moment, doch, Moment. Uah. So. Das brauche ich einmal eben. Boah, kann ich das nicht von hier? Komm, komm. Ach, Mann. So. Muss ich nochmal eben da hoch? Alles klar. Der ist ein bisschen schräg. Aber das ist egal. Aber wie würde ich den hier oben denn... Wie könnte ich den denn rüberkriegen? Eigentlich ja auch so, ne? Ich muss den halt nur später irgendwie da reinbringen. Ich sag jetzt mal... Hier? Ich muss nach vorne... Nee. Kann ich den? Komm, das geht, oder? Komm. Ich weiß, du willst da oben bleiben. Nein! Okay, das hat nicht funktioniert. Schade. Okay. Yay. Ich könnte das ja auch eigentlich mit Portalen machen, ne? Theoretisch. Dann bleibt das hier offen, ja, wow. Ah, Moment. Moment mal eben. Wenn ich... Ich müsste da nochmal rüber. Komm ich da bitte rüber? Genau, wenn ich den jetzt... Also auf den jetzt erstmal... Scheiße, wo ist mein anderer Cube? Ah, da unten, okay. So... Nehmen wir das Portal. Und ich nehme den... Den Cube stattdessen mit. Dann gehe ich kurz einmal hier rüber. Aua. So, jetzt hätte ich das. Ich weiß noch nicht genau, was mir das bringen könnte, Leute.
Aber ich bin bestimmt auf dem guten Weg. Doch klar, Moment. Ich leg den Cube mal hier hin. Nee, das macht auch keinen Sinn. Muss ich den Cube einmal hier hinlegen. Dann möchte ich noch einmal kurz wieder da hoch. So. Hey, kack, ich kann von hier oben ja... Aua, kein Portal setzen, ne? Doch, kann ich. Ich bin vor dem Cube da. Ah, dann ist der Cube ja... Ach, klar. Ahem. Natürlich. Wie kompliziert habe ich mir das jetzt gerade bitte gemacht? Bitte, wie kompliziert? Also jetzt wirklich. Es war ein bisschen sehr kompliziert, glaube ich. Aber okay. Weißt du, ich versuche da irgendwas so umzuändern, dass ich den Cube da nutze und den Cube da, obwohl das halt einfach easy war. Aber okay. I sorted through some of the stuff. So many cat pictures. But I also got some more serious information. Aegis thinks we killed the scientists, so it's activating some sort of kill order. It's going to flood the enrichment center, probably with all that goo, to eliminate any and all threats. That means you, that means me, and that means whatever that last thing is. So, I'd suggest we keep moving. Okay. Okay. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Was muss ich hier machen? Ich kann hier nicht... Doch, ich kann hier durchschießen. Ach so. Oh. Die blaue Farbe. Ja. Moment, dann gehe ich kurz runter. Einmal hier hoch. Okay. Ich würde gerne wieder da zurückkommen. So, jetzt kann ich nämlich... Warte mal, was hat mir das gebracht? Okay. Das hätte ich schon mal. Ach, lol. Ich würde gerne das Portal behalten, genau. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was falsch gemacht.
Wow. War das dumm. Okay. Okay. Ist mein Cube noch drüben? Ah, mein Cube ist noch drüben, okay. Mach ich das jetzt nochmal so easy wie eben? Ich weiß halt nicht, also ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig, was ich hier mache. Aber, okay. Ich meine, es funktioniert, also von daher dürfte das ja nicht so dumm jetzt sein. Ja, okay. So, jetzt muss ich kurz gucken. Was ist hier? Was bringt mir das hier? Okay. Ich muss halt safe noch irgendwann mit der Farbe machen. Ich weiß nur noch nicht, was. Alter. Alter Vater. Das war der Main Shit gerade. Das war halt einfach ein sicker Move. Ich will das Portal bitte dahin haben. Boah, also, da begeistere ich mich gerade selber mit, dass ich da halt einfach runtergesprungen bin, aber okay. Akzeptiere ich so. Nehme ich so hin. Geht das nicht? Doch. Ja, reicht. So, und jetzt? Muss ich das einmal bitte so machen? Aua. Damit ich... Oder? Ne, warte mal, es bringt mir auch nichts. Ich müsste nochmal irgendwas mit der Brücke hier machen, ne? Aber ich kann da ja auch Farbe drauf machen. Hier auf die Brücke. So. Aber das bringt mir ja irgendwie nichts, ne? Nein! Okay. Was ist, wenn ich von hier aus da unten runterjumpe? Ja. Aber dann brauche ich den Cube noch. Okay. So. Und einmal jumpen. War das richtig so? Glaube ich irgendwie nicht. Aber okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Bart. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.